Ja, hallo Leute und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Einkaufsvideo bei Edeka Frauen. Ja Leute, der Edeka-Laden heißt wirklich Edeka Frauen hier in Itzehoe und ich sehe hier gleich schon zu Anfang die neuen Rittersportsorten. Einmal in der Sorte mit Fruity Doo, dann haben wir einmal Crunchy Doo mit einer mit einem Nussgeschmack, dann einmal Coffee Doo, die Sorte werde ich für euch nicht probieren, weil ich hasse Kaffee und auf die Sorte bin ich sehr gespannt. Hier Sweet and Salty auf Salted Caramel, Crush und Big Brownie. Da hat eine, also die kosten 2,99 Leute. Das finde ich schon sehr krass, aber ich habe mir jetzt trotzdem mal drei davon mitgenommen. Dieses Produkt ist neu. Für 1,79 im Angebot. Ich weiß nicht, was es ist. Das sehe ich bei Edeka hier zum ersten Mal. Heißt von Nestle irgendwie ein Crunch Snack. Habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Die habe ich schon für euch getestet. Kit Kat Black and White. Schaut da gerne ins Testvideo zu rein. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt nochmal auf den Weg ins Kühlregal machen. Da finden wir die Müllermilch in der Sorte mit Zimtschnecke. Die ist ja wirklich Weltklasse. Die mit Sorted Caramel Brownie habe ich auch schon für euch getestet. Und das ist die aktuelle, die ich glaube ich für euch getestet habe. Die mit Schwarzwälder Kirsch. Für Leute, die Schwarzwälder Kirsch mögen, werden hier nicht enttäuscht werden. Hier muss ich zugreifen. Ehrmann High Protein Pudding nur für 74 Cent. Da muss ich zugreifen, weil das ist wirklich günstig für Ehrmann. Dann nehme ich mir einmal den Bananapudding mit und den mit High Protein, also der mit dieser Sahne. Im Angebot haben wir dann auch noch den Sahnejoghurt von der Edeka Eigenmarke und für 45 und 55 Cent haben wir einmal Milchreis und Grießpudding im Angebot und für 99 Cent haben wir hier einmal ja Espresso 370 Milliliter für Leute, die gerne Kaffee mögen. Ja Leute, da könnt ihr dann gerne zuschlagen. Für 99 Cent, ich muss gerade gucken, was ist das? Das sind hier so kleine Milchdrinks, einmal in der Sorte mit Vanille, mit Kakao ganz normal und auch mit Erdbeere gibt es die auch. Hier haben wir einmal ja ganz normal einen Schokodrink, drei solche Päckchen für 99 Cent und Leute, guckt euch einfach mal diese Zwiebelringe an. Was ist das bitte für eine lange Verpackung? Das ist hier bestimmt so ein Meter, also das ist ja mal richtig XXL, also ja Leute, wobei man sagen muss, dass diese Zwiebelringe auch immer sehr, sehr schnell alle sind. Dieses Produkt kenne ich noch gar nicht, das sind irgendwelche, ja so Bruschetta, ich denke mal, das sind so getrocknete Brotchips in einer Sorte mit Pilz und Butter. Wie geil ist das denn? Habe ich mir jetzt nicht mitgenommen, aber das klingt ja mal geil. Hier haben wir noch einmal die ganz klassische Sorte mit Paprika und Zwiebel. Und hier nehme ich mir natürlich auch alle drei Sorten von mit. Einmal die Rittersport Funky Lemon, dann diese Groovy Crunchy Brezel und Chill Out Creamy Milk. Alle drei Sorten sind neu. Da werde ich ein Testvideo, glaube ich, mal zu machen. Nicht in einer, also ein Testvideo mit allen dreien. Die fand ich auch richtig schön. Einfach so eine Marzipanrose. Ich gehe hier gerade an diesen Marzipanaufständer vorbei und hier sind echt richtig tolle Sachen. Also für eine Hochzeit oder wenn ihr sonst irgendwie mal irgendwelchen Leuten was schenken wollt. Hier haben wir auch einmal Wiener Würstle, einfach aus Marzipan. Und hier ärgere ich mich jetzt ein bisschen. Das hätte ich für meinen Vater zum Geburtstag mal mitnehmen können. Leider hat der im September Geburtstag, aber Jägermeister, das passt ja mal sowas von ihm zu ihm. Richtig gut. Und ich sehe hier gerade, das habe ich noch nie gesehen, ein Kühlschrank-Hygienereiniger. Leute, seit wann gibt es denn sowas? Also ich mache meinen Kühlschrank immer normal mit Allzwecktüchern sauber. Hier haben wir nochmal Möbel, Intensivpflege und was ist das hier? Ein Holzreiniger. Also Leute, warum kenne ich diese Abteilung nicht? Ich gehe immer nur an den Foodsachen vorbei. Hier gibt es noch einen Staubstopper. Also was es nicht alles gibt. Also hier kenne ich mich wirklich nie aus. Da bin ich wirklich kein Profi. Ja Leute, das war für diese Woche ein kurzes Einkaufsvideo, weil ich dachte, ich war lange nicht mehr bei Edeka. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns.